Sommerpause und wie langweilig. Wir haben nichts von unserer Alemannia und wir haben nur das, was wir von der Alemannia hören oder auch eben nicht hören. Deshalb ein reguläres Video, was ich mal mittwochs mache, und dann packe ich mal so alle Neuigkeiten rein, die sich in der letzten Woche so getan haben bis gestern, und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Schauen wir mal. Nach dem Intro geht's weiter und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung meines Kanals. Tag zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Ja, da sind wir am Wochenende, samstags 13 Uhr, gucken auf die Uhr und denken uns, boah, normalerweise wären wir jetzt auf dem Tivoli. Oder halt eben, wir wären auswärts unterwegs mit der Alemannia. Aber es ist Sommerpause und was machen wir denn da? Also müssen wir unsere Wochenenden anders organisieren. Die Alemannia hat ihren wohlverdienten Urlaub, aber nichtsdestotrotz wird im Hintergrund ja gearbeitet. Auch wenn es diese Woche relativ ruhig gewesen ist, aber letzte Woche Freitag kam dann doch noch eine neue Info, dass nämlich ein weiterer Transfer über die Bühne gegangen ist. Ein Transfer, der eigentlich nicht überrascht hat, aber der jetzt in trockenen Tüchern gepackt worden ist. Und zwar Ismael Hafani von 1. FC Düren wechselt zu uns zum Tivoli. Das war ja schon lange im Gespräch gewesen, jetzt wurde es fix gemacht. Aber wenn ihr mal aufgepasst habt, und das hatte mir gestern der Michael auch gesagt, ist irgendwas aufgefallen? Und was ist uns aufgefallen? Genau, hat die Aachener Zeitung darüber berichtet, bis heute, Mittwoch? Nein. Sehr komisch, oder? Oder nicht sehr komisch? Jedenfalls sehr interessant, dass es in Aachener Zeitung keine Vorabmeldung gegeben hat oder auch keine Danachmeldung über den Wechsel. Da scheint momentan ein wenig Spannung zu sein. Oder einfach eine Ignoranz. Wer weiß das schon. Sind wir mal gespannt, was dann die Aachener Zeitung dann sonst noch zu berichten hat, die kommende Woche, wenn es dann wahrscheinlich wieder spannend werden wird. Thema Sommerfahrplan. Auch da fragen mich ja manche immer, hey, weißt du was genaueres, was ist geplant? Aber natürlich weiß ich nichts. Die Alemannia wird mich ja nicht vorab informieren und sagen, hey Dirk, das kannst du mal vermelden, wir fahren dahin. Natürlich nicht. Aber was feststeht, ist natürlich Folgendes. Am 23.06. ist der Trainingsauftakt am Tivoli, auf dem Tivoli, im Tivoli oder auf dem Trainingsplatz oder aber in Würseln. Das steht noch nicht fest. Das werdet ihr natürlich noch rechtzeitig erfahren. Auch die Uhrzeit, ob sie um 10 Uhr starten, vermutlich. Aber warten wir mal ab. Jedenfalls, das ist der Termin, wo halt eben der Trainingsauftakt beginnen wird. Das heißt, da bereitet sich die Alemannia dann wieder auf die neue Saison vor. Und am 13. Juli ist dann die große Saisoneröffnung am Tivoli, auf dem Tivoli-Vorplatz. Da werden wir natürlich auch noch Infos kriegen, was dann da genau geplant ist. Vermutlich, aber das weiß man ja auch nicht, wird kein Testspiel stattfinden, weil das mit dem Turnier, was ja letztes Jahr gewesen ist, das hat sich wohl im Nachhinein als nicht so optimal herausgestellt. Geplant war ja gewesen, dass wir am 12.07., also freitags, gegen Borussia Dortmund spielen, gegen den Champions League-Finalteilnehmer. Aber die Dortmunder haben das Spiel leider abgesagt. Es wird verschoben auf unbestimmter Zeit. Die Gründe, keine Ahnung, vermutlich, weil einfach die Europameisterschaft ist. Das heißt, ehe die ganzen Dortmunder zurückkehren zu ihrem Verein und auch natürlich die Bundesliga ein bisschen später startet als wir, ist es wahrscheinlich so, dass es den Dortmundern einfach zu kurzfristig gewesen ist. Sind wir mal gespannt, wann wir dann gegen die Dortmunder antreten werden. Wenn es einen neuen Termin gibt, dann erfahrt ihr das wie immer bei der Alemannia oder halt eben bei mir. Ja, am letzten Wochenende wurde ja auch die dritte Liga komplettiert. Das heißt, Hannover 96, die zweite Mannschaft, hat dann gegen die Würzburger Kickers im Elfmeterschießen gewonnen und steigt somit in die dritte Liga auf. Das heißt, jetzt haben wir in der dritten Liga drei U-Mannschaften neben Hannover 96, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Wir brauchen darüber kein Wort zu verlieren, dass U-Mannschaften nichts in der Liga zu suchen haben. Das haben wir uns ja schon in der Regionalliga antun müssen. Und es wäre eigentlich gut, wenn diese
U-Mannschaften eine eigene Liga hätten. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Da müssen wir das Beste draus machen. Und wir können nur darauf hoffen, so wie es ja auch letztes Jahr gewesen ist, dass trotzdem U-Mannschaften zu uns kommen, natürlich, und dass der Tivoli dann trotzdem voll ist. Bedingt dadurch, dass jetzt Hannover 96 aufgestiegen ist, verteilt sich auch der Schlüssel der TV-Gelder anders. Das heißt, jeder Verein wird dann wohl so um die 77.000 Euro mehr bekommen, weil die U-Mannschaften an den TV-Geldern nicht beteiligt werden, was ja auch Sinn macht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich blöd. Wir haben das gesehen bei dem Relegationsspiel, als die Hannover U23 natürlich dann mit 5 Profis angetreten sind. Das ist natürlich klare Wettbewerbsverzerrung und genau das, was wir auch gar nicht sehen wollen. Aber wie gesagt, wir haben das selber erlebt in der Regionalliga. Da ist das Spiel ja auch immer so gespielt worden. Und da kann man nur hoffen, dass der DFB irgendwann ein Einsehen hat und eine eigene Liga für diese U-Mannschaften macht und dass dann halt wirklich diese dann einfach rausfliegen aus den dritten Liga und Regionalliga. Es gibt eine Petition, die hat der Arne gestartet. Die kann ich euch nochmal hier unten drin verlinken. U-Mannschaften raus aus den Ligen, eigene Liga gründen. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, die Petition unterschreiben wollt, könnt ihr das dann gerne tun. Ja, dann gab es den DFB-Pokal, die Auslosung. Und was haben wir uns nicht alles gewünscht, wen wir da gezogen bekommen könnten, werden, tun, machen. Wir haben lange, lange gewartet bis am Ende. Und das ist doch typisch Alemannia, ne? Kann man ja so sagen, man macht es spannend bis ganz am Schluss. Und ganz am Schluss wurde dann tatsächlich Alemannia gezogen. Dann ein Heimspiel und dann blieb nur noch ein Los übrig. Und das war dann Holstein Kiel. Da haben wieder viele gesagt, boah, Holstein Kiel, was für ein beschissenes Los. Hey Leute, das ist ein Bundesliga-Aufsteiger, mag jetzt vom Namen nicht attraktiv sein, aber Bundesliga-Aufsteiger Louis Holtby, der ja eigentlich hier verpflichtet werden sollte, oder hat man sich gedacht, viele, warum holt man den Louis Holtby nicht zurück? Hey, jetzt kommt er zurück, halt eben in des Gegners Kleider. Ich finde das Los gar nicht mal so schlecht, es hätte uns wahrlich schlechter treffen können, natürlich auch besser, ich hätte mir auch lieber Köln gewünscht oder Schalke oder Hamburger SV, aber jetzt ist es Holstein Kiel geworden. Und das muss man auch sagen, die Reaktionen Holstein Kiel, die waren ja schon so gewesen, dass die schon mit Respekt nach hier kommen werden. Weil klar, wir als Drittliga Aufsteiger werden dann schon etwas im Saft sein, während Kiel natürlich in der Vorbereitung steckt, wenn das Spiel dann stattfindet. Und so ist zumindest, wie immer im Pokal, die Chance, dass wir vielleicht sogar die zweite Runde erreichen könnten. Und dann gibt es vielleicht einen attraktiven Gegner, wo dann alle sagen, ach, wie schön. Aber erinnert euch mal an 2019, als wir Bayer Leverkusen zugelost bekommen haben, damals Bundesligist. Da haben auch viele gesagt, boah, Leverkusen, die bringen doch keine Fans mit. Am Ende war das Stadion ausverkauft. Und so wird das auch gegen Holstein Kiel sein. Verlasst euch drauf. Gespielt wird das Ganze dann zwischen dem 13. und 16. August. Dummerweise bin ich da im Urlaub. Das heißt, das Spiel werde ich gar nicht sehen können, außer im TV. Das ist das Schöne, zumindest da kann ich sehen. Aber ist diese verdammte Urlaubszeit, ne, da fällt das dann da rein. Und das kann man vorher nicht planen und man kann schon gar nicht planen. Wenn man Kinder hat, dann muss man halt eben sich muss man den Urlaub nehmen, der dann halt eben vorgeschrieben ist, der dann hier in NRW aufläuft. Deshalb werde ich dann das Pokalspiel leider verpassen und deshalb eine große Hoffnung, dass wir dann in die zweite Runde einziehen und ich dann zumindest den DFB-Pokal mit Alemannia in der zweiten Runde genießen kann. Ja, gestern war ich ja im Fanshop gewesen, beziehungsweise meine Frau war im Fanshop gewesen und hat unsere Dauerkarten geholt. Was haben wir da gesehen oder was hat meine Frau da gesehen? Im Fanshop steht dann eine Vitrine und da ist dann unsere Meisterschale und der Pokal drin. Ausgestellt für viele Fans, damit ihr mal gucken können, sich mal die beiden Trophäen aus nächster Nähe sich mal betrachten können, vielleicht ein Foto mit diesen Trophäen machen können, mit den Kids, die die Gelegenheit nicht hatten in Köln. Ja, eine schöne Sache, ne? Dass man die Sachen mal ausstellt. Warum soll man das nicht zeigen? Letztes Mal, als wir den Pokal gewonnen hatten, 2019, da gab es ja ein kleines Fanfest zum Abschluss. Das hat man dieses Mal nicht gemacht, ging ja auch nicht. Weil der Tivoli ist ja durch die Centurios aus Köln belegt mit dem Football. Somit ging das nicht. Deshalb mit der Vitrine eine sehr schöne Sache. Und wenn ihr jetzt mal im Fanshop seid, sei es eure Dauerkarte verlängern oder eure Mitgliedsanträge abgibt, dann könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen.
Apropos Mitglieder, da haben wir auch die neuesten Zahlen bekommen vom Andreas Görtges, und zwar, dass jetzt 8.878 Mitglieder gibt bei der Alemannia. Eine schöne Zahl, und bis zum 30.06. läuft das ja offiziell noch. Das heißt, wir haben ja noch einen ganzen Monat Zeit, und da werden wir die 9.000 sicherlich knacken. Das heißt, bei 9.000 bekommt jedes Mitglied ein T-Shirt, damit man dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung einheitlich auftreten kann. Ich bin gespannt, wie das mit 9.000 T-Shirts gehandelt wird vom Verein her. Aber natürlich bin ich noch weitaus mehr drauf gespannt, ob wir die 12.000 erreichen, denn das würde ja eine große Party für alle bedeuten. Und da wäre ich natürlich drauf sehr gespannt, wie die Alemannia das organisieren würde und auch wo für 12.000 Mitglieder. Aber das wird sehr schwer werden bis Ende des Monats, da jetzt noch 3.000 da noch zu kriegen in der Zeit. Aber man weiß es ja nicht. Urlaubszeit kommt jetzt ja auch noch dazwischen. Warten wir mal ab, was bis zum 30.06. passiert, wo wir dann auskommen. Ich mutmaße mal, dass wir dann am Ende des Monats bei rund 10.000 auskommen werden, was absolut Spitzenklasse ist. Ja, dann haben wir noch gelesen, Helge Hohl und Alemannia sollten sich vor Gericht treffen diese Woche. Das wurde dann aber abgesagt, der Termin, weil man sich vermutlich außergerichtlich geeinigt hat. Worum ging es? Um den Vertrag von Helge Hohl natürlich, wo die Frage war, hat er sich dadurch, dass er ja jetzt freigestellt worden ist, letztes Jahr war dann die Frage gewesen, verlängert sich der Vertrag automatisch dennoch, bekommt er eine Aufstiegsprämie, bekommt er Siegprämien oder bekommt er nur sein normales Gehalt weitergezahlt? Das hätte dann letztendlich ein Gericht klären sollen, aber beide Parteien, und das finde ich persönlich gut, haben dann vorgehabt, sich außergerichtlich zu einigen, dass man sich geeinigt hat, in welcher Form auch immer, und dass dann die Akte Helge Hohl und Alemannia damit geschlossen ist. Man kann nur hoffen, die nächsten Verträge juristisch so eindeutig sind und nicht mehr anders interpretierbar sind als das, was drinsteht, dass dann sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Aber wie gesagt, schön, dass sich beide geeinigt haben. Vielleicht auch deshalb, weil ja Helge Hohl ja anscheinend bei dem Wuppertaler SV im Gespräch ist als Trainerkandidat neben Boris Schommers und noch einem weiteren. Die Wuppertaler scheinen aber zumindest tendieren zu wollen zu Boris Schommers, der vom Absteiger MSV Duisburg jetzt gekommen ist, der wieder frei ist. Ja, bei Helge Hohl muss man abwarten, ob er mit seinem Konzept die Wuppertaler Verantwortlichen überzeugen kann. Egal wie, das werden wir dann auch irgendwo irgendwann dann zu lesen bekommen. Ganz am Schluss, vielleicht das auch nochmal kurz erwähnt, auf meinem Instagram-Kanal hatte ich ja mal am Wochenende und auch gestern, konnte man mir Fragen stellen, und da war ich ja doch überrascht, wie viel von euch tatsächlich diese Chance genutzt haben und mich gefragt haben zu allen Dingen rund um Alemannia, um private Dinge. Da war ich wirklich beeindruckt. Also das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass mir da so viele Leute Fragen stellen. Ich überlege, ob ich das jetzt vielleicht mal immer in regelmäßigen Abständen mache, dass ich einfach mal offene Fragen stellen lasse, die ihr mir stellen könnt, und ich beantworte sie dann da. Oder aber, ob ihr der Meinung seid, ich sollte sowas vielleicht mal in einem Video machen. Das heißt, ich sammle mal vorab Fragen, die ihr an mich habt, wenn es die geben sollte. Zumindest auf Instagram war es so gewesen, dass ich dann vielleicht dazu einfach mal ein kleines Video mache und die Fragen dann hier live im Video einfach beantworte. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr sowas wollt oder ob ihr sagt, was interessiert mich, was der Dirk da privat macht oder was der mit der Alemannia am Hut hat. Interessiert keine Sau. Auch okay. Ich stelle jetzt mal einfach die Frage, und wie gesagt, schreibt es mal hier unten rein in den Kommentaren. Und vielleicht schreibt ihr auch rein, wie ihr die Sommerpause nutzt ohne Alemannia, was ihr noch hofft, was noch kommen wird. Natürlich auch, um das noch abschließend zu beantworten, es werden noch neue Spieler verpflichtet werden. Also mit dem letzten Spielerverpflichtung von Ismael Afani wird natürlich nicht das Ende gewesen sein. Die Sommerpause ist noch lang, und da wird sicherlich noch der ein oder andere Spieler zu uns kommen. Schreibt mal rein, was dann eure Wünsche sind, dann gucken wir mal. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's für heute gewesen. Ich hoffe, es waren ein paar Themen dabei gewesen, die ihr noch nicht so gehört habt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Restwoche, und dann bis zum nächsten Mal. Adila, ciao und tschüss, sagt euer Kartoffelkäfer.